Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Hermann. Ich bin heute, wie alle Jahre wieder, Gast bei unserem Landrat, beim Herrn Eibes. Ja, ein Jahr ist vorbei, Herr Eibes, und im Landkreis ist eine Menge passiert. Ja, könnten Sie vielleicht unseren Zuschauern mal erzählen, was war denn so im vergangenen Jahr, was gab es an Höhepunkten, was gab es an Besonderem? Oder gab es vielleicht auch Dinge, wo Sie sagen, naja, das hätten wir besser so nicht erleben wollen, erleben müssen? Fangen wir einfach mit den positiven Dingen an. Schauen Sie auf ein positives Jahr 2013 zurück? Ja, einmal für mich persönlich schaue ich auf ein positives Jahr 2013 zurück. Ich denke, dass es für mich auch in meiner weiteren Entwicklung als Landrat wieder ein sehr ereignisreiches Jahr war, indem man auch immer wieder dazulernt, das ist klar, indem man sich immer wieder mit neuen Dingen beschäftigen muss. Und das hat mir gezeigt, dass ich jetzt mittlerweile vor ja, schon über 2,5 Jahren eine sehr interessante Aufgabe übernommen habe, die nach wie vor jeden Tag ein Neues in sich birgt. Und der Besuch des offenen Kanals zeigt mir auch, wie schnell wieder ein Jahr vergangen ist. Also, das ist schon immer wieder festzustellen, dass die Zeit nur so dahin fliegt. Ja, was hat es im Kreis gegeben? Ich denke, es gibt viele Entwicklungen, die wir zurzeit ja, beachten müssen, die, denke ich, auch sehr zukunftsträchtig sind. Zum einen sehe ich da die Kommunalreform, die uns natürlich im Jahr 2013 über das ganze Jahr hinweg begleitet hat und die natürlich auch sehr stark ins Jahr 2014 hineinspielen wird, mit Entwicklungen, die den Landkreis sehr stark betreffen. Früher am Anfang der Reform der Verlust von Drittenheim, den ich nach wie vor als Fehler sehe, sage ich ganz deutlich, meines Erachtens ein Kardinalfehler, Drittenheim ohne Verbindung mit einer Kreisreform so ohne weiteres ziehen zu lassen. Was sich heute auch niederschlägt in den weiteren Entwicklungen und jetzt mit den ja jetzt sehr konkret anstehenden Fusionen Manderscheid, Wittlich-Land, Kröf, Bausendorf und Traben-Trarbach. Und beides zeigt mir, all diese Entwicklungen zeigen mir, dass es ein großer Fehler war und ist, die Reform nicht umfassender zu gestalten mit der Kreisreform, die ja schon ja, angekündigt ist, fest für das Jahr 2009. Man hätte sich viel Ärger sparen können, wenn man jetzt beides, mindestens die beiden Stufen zusammengefasst hätte. Gibt es denn da schon mittlerweile jetzt im Kreis selber Einigkeit? Oder wo liegt die Problematik jetzt dessen, dass man sagt, es stehen noch Gespräche an, wo Handlungsbedarf angezeigt ist, wo man sagt, also hier wäre es besser, wenn man Wege einschlägt, die von uns vorgeschlagen werden, statt vielleicht von oben herab, von Mainz, wo immer herkommen, vorgegeben werden. Ja gut, ich denke, da gibt es viele Facetten, die man damit einbeziehen muss. Zum einen erinnern wir uns noch alle an die lange Diskussion jetzt in Thalfang, was jetzt zurzeit nicht zur Fusion ansteht, mit den kreisübergreifenden Veränderungen. Wobei ich in dem Zusammenhang eines vorweg sagen muss, ich bin also jemand, der voll hinter der Aussage steht, dass wir Reformbedarf haben. Also Reformbedarf ist da, unumstritten da und da müssen wir daran arbeiten. Das Wie ist die andere Frage und wenn wir über das Wie nachdenken, dann müssen wir auch über Kreisgrenzen reden und da ist es fatal aus meiner Sicht, jetzt auf der nachgeordneten Ebene Entscheidungen zu treffen, die die übergeordneten Entscheidungen später beeinflussen. Negativ beeinflussen oder manche sogar verhindern. Und das zeigt sich im Bereich Thalfang, wo man auch dem Bürgerwillen demnach nicht entsprechen konnte und zeigt sich jetzt auch bei den anderen beiden Gesetzen, die ja jetzt in den nächsten Tagen, Wochen umgesetzt werden, dass man sicherlich jetzt Lösungen schafft, die auf Dauer gesehen so nicht haltbar sind. Ich nenne jetzt nur als Beispiel der Wechsel der Alftalgemeinden in Richtung Traben-Trarbach bis hin zu einem für uns ja alle augenscheinlichen Beispiel Flussbach nach Traben-Trarbach. Das kann eigentlich nicht die Lösung der Zukunft sein. Und ich sage ganz klar aus Sicht des Landrates, dass wir sicherlich mit allen Kommunen gemeinsam an Lösungen mitgearbeitet hätten, wenn man von Beginn an gesagt hätte, wir wollen die übergreifende Reform. Und es hätte da sicherlich auch Lösungen gegeben, bei denen man auch die Bürger ein Stück weit hätte mitnehmen können. Da bin ich mir ganz sicher. Und so hat man jetzt, denke ich, Situationen, wo die Hochzeiten nur schwer gelingen. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn man die Braut nicht will oder die Braut den Bräutigam nicht will, dann kann man noch vieles im Umfeld schön gestalten. Das wird dann letztendlich keine Liebeshochzeit. Und damit Liebeshochzeiten haben doch noch einen etwas längeren Bestand als die Zwangsverheiratung. Ja. Aber ein Königsweg ist ja in Sicht. Inwiefern? Inwiefern, dass wirklich Sie vielleicht
mitarbeiten können daran, dass wirklich beide Parteien letztendlich doch mit der Entscheidung, die nachher getroffen wird, zufrieden sein können. Ich meine, Manderscheid möchte ja auch nicht unbedingt in Richtung Gaun. Ja, da gibt es ja auch Diskussionen und man wehrt sich ja da auch sehr heftig. Ja, ja klar, nur auf der anderen Seite komme ich nochmal zu der übergeordneten Stufe. Wenn ich die jetzt mit einbezogen hätte, hätte es ja an den Kreisrändern offene Diskussionen geben können, was nicht nur den Landkreis Blankastel-Wittlich, sondern auch andere Landkreise betrifft. Und ich denke, dass man dann diesen Diskussionen an den Kreisgrenzen, an den Kreisrändern viel offener begegnet wäre und man dann ja viel mehr Optionen gehabt hätte, die man jetzt nicht hat. Und diese Fakten, die jetzt geschaffen werden, nachher nochmal zurückzudrehen, dann, wenn es eben diese neuen Möglichkeiten gibt, wird sehr schwer sein, denn es hängt ja vieles dran. Es hängen Bürgermeisterwahlen dran, es hängen Kommunalwahlen dran im kommenden Jahr. Und insofern ist es meines Erachtens ein fataler Weg, den man jetzt geht. Denn es hätte meines Erachtens Möglichkeiten gegeben, das wesentlich besser abzuwickeln. Und auch wenn man dann Folgen nachhaltiger geschildert hätte, bis hin auch in den Kostenbereich. Es geht nicht nur um Geld, es geht um einiges andere auch, aber auch ums Geld. Und wenn man diese Folgen den Bürgern etwas nachhaltiger hätte darlegen können, was bisher nicht passiert ist, dann glaube ich, hätte man schon übereinstimmendere Ergebnisse erzielen können. Also ist das sicherlich eine Herausforderung, die auf Sie im kommenden Jahr wartet, die Sie in diesem Jahr, klar aufgrund der Situation, so noch nicht abschließen konnten. Aber ich hatte den Eindruck gemerkt, dass es schon eine gewisse Form der Unzufriedenheit, dass Sie das nicht so vorantreiben konnten, wie das eigentlich für den Landkreis wirklich das Beste gewesen wäre. Also ich bin jetzt kein Landrat, der sagt, jetzt sind Kreisgrenzen nicht betroffen, damit interessiert mich das Thema nicht, denn ich bin ja letztlich auch für die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden verantwortlich und deswegen ist es auch von großem Kreisinteresse, dass hier eine Fusion passiert, ein neues Gebilde entsteht, das letztendlich auch getragen wird, auch aus der Bevölkerung getragen wird. Und deswegen ist es auch nicht gut für den Landkreis, wenn hier jetzt Situationen entstehen, die von großer Unzufriedenheit geprägt sind. Denn letztendlich ist es ja unter dem Strich ein Thema, das auch ein Stück weit wieder Politikverdrossenheit hervorruft. Und das natürlich gut für den Landkreis sein. Eben. Ja, dann bleibt spannend, was Sie uns zu berichten haben, wenn wir im kommenden Jahr wieder zusammensitzen und dann auf das dann jetzt noch vor uns liegende Jahr zurückblicken. Und Ja, weitere Themen, die Sie beschäftigt haben bisher im Jahre 2013, wo Sie sagen, das war doch eine Menge Arbeit, die wir vor uns hatten und die Sie vielleicht zum Ende gebracht haben oder die noch auch ins 2014 greifen. Ja, ein großes Thema, das mich persönlich ja schon seit vielen Jahren beschäftigt, ist das Thema Energiewende, was ich natürlich in dem Zusammenhang nicht vergessen darf. Nicht vergessen kann, die Bemühungen von meiner Seite her schon seit vielen Monaten eine kreisweite Energiegesellschaft auf die Beine zu rufen, auf die Beine zu stellen, um dann zu erreichen, dass die Wertschöpfung, die sicherlich jetzt mit der Umsetzung der regenerativen Energien und der Energiewende verbunden ist, dann möglichst nicht, wie das bisher bei der Energieversorgung war, in ferne Länder zu überweisen oder in andere Regionen, sondern das möglichst hier vor Ort zu behalten. Eine Bemühung, die nach wie vor im Laufen ist. Wir werden jetzt kurz vor Weihnachten, also jetzt in den nächsten Tagen, beschließen, dass wir eine kreisweite Energiegesellschaft gründen, mit der Beteiligung der Gemeinde Morbach zunächst und auch der Energiewelt Bernkastel-Kues. Dort gründet sich nämlich eine solche Gesellschaft. Und wir werden dann versuchen, mit dieser gemeinsamen Dachgesellschaft dann Standorte zu projektieren, zur Baureife zu bringen, um sie dann auch in Besitzgesellschaften zu überführen, die dann auch möglichst kommunal getragen werden, die dann diese Windräder auch bauen und diese Windräder dann auch betreiben, um wie gesagt größtmögliche Wertschöpfung dann in der kommunalen Familie zu behalten. Kein einfaches Thema, wie sich herausgestellt hat, weil natürlich die meisten Standorte im Landkreis entgegen meiner Ratschläge, viele waren auch vorher schon belegt, aber auch nachdem wir dieses Thema kommunale Familie und Energiegesellschaft diskutiert haben, immer noch an Projektentwickler vergeben wurden. Obwohl man grundsätzlich dieser Systematik zugestimmt hat, hat man dann doch den einfachen Weg der Verpachtung gewählt. Und das führt dann meines Erachtens dazu,
dass viele Gelder der Region verloren gehen, weil der Gewinn dann an anderer Stelle erzielt wird. Aber das ist so. Was ich dann sehr bedauere, ist, dass man diese Entwicklung, wie wir sie jetzt beschreiten, vielleicht nicht gemeinsam schon vor einigen Jahren schon mal angegangen ist. Dann hätte man sicherlich, ich sag mal so, mehr oder weniger auf der grünen Wiese befindlich, dann mehr Partner gewinnen können. Aber neben den drei genannten hoffe ich, dass doch noch einige Gemeinden dazukommen. Das wird in den ersten Monaten des neuen Jahres dann passieren, dass sich die Gemeinden entscheiden müssen. Und ich bin dann nach wie vor guter Hoffnung, dass wir gute Standorte noch für uns behalten können, inklusive auch Standorte von Landesforsten, die uns dann unter gewissen Umständen ihre Standorte auch zur Verfügung stellen, die wir dann entwickeln können. Und ich glaube schon, dass wir den ein oder anderen Gewinn dann noch erzielen können. Wenn, muss ich dazu sagen, die Bedingungen in Berlin sich nicht gravierend ändern. Das ist sicherlich ein Punkt, der mich zurzeit auch sehr nachhaltig beschäftigt. Ja. Können Sie denn irgendwelche Vorteile benennen, die der Bürger, einzelne Bürger letztlich hätte von einer solchen Energiegesellschaft? Also insofern eine wichtige Nachfrage, ich hätte es fast vergessen, aber herzlichen Dank. Die Bürgerbeteiligung ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige. Das heißt, diese kommunal getragene Betreibergesellschaft, nachdem die Standorte feststehen, wird also die Möglichkeit bieten, dass auch Bürger sich an Windrädern beteiligen können, unmittelbar beteiligen können, über Bürgergenossenschaften oder wie auch immer man das Kind dann irgendwann nennt. Aber es wird eine direkte Beteiligung möglich sein. Das ist die eine Seite der Medaille, die Direktbeteiligung. Natürlich mit einem Risiko bei Anlagen verbunden, wie alle anderen Anlagen auch, Geldanlagen auch. Aber ich denke, ein sehr überschaubares Risiko, wenn die Bedingungen mal feststehen, weil sie letztlich dann normalerweise über 20 Jahre festgezurrt werden. Und auf der anderen Seite profitiert der Bürger natürlich auch von einer höheren Wertschöpfung der Gemeinden vor Ort. Denn eine Gemeinde, die mehr Einnahmen hat, kann für bessere Infrastruktur sorgen und muss Gebühren vielleicht nicht so erhöhen, wie man das ansonsten erhöhen müsste. Also wenn es der Gemeinde gut geht, geht es dem Bürger immer auch ein Stückchen besser. Ja, das sensibilisiert ja den einzelnen Bürger dann für dieses Thema und macht es dann so interessant. Ja, also da bleibt es spannend, welche Ergebnisse Sie da erzielen können in der Zukunft, beziehungsweise welche Möglichkeiten Sie überhaupt eingeräumt bekommen, diese Ideen so umzusetzen. Ja, also das wird spannend bleiben. Ich hoffe sehr, dass die Entscheidungen nicht so aussehen, dass die Bedingungen so verschlechtert werden, dass sich halt die Umsetzung von regenerativen Energien nicht mehr rentieren. Bisher gab es sicherlich hier und da eine Überförderung, überhaupt kein Thema. Aber ich hoffe nur, dass man jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, denn das wäre fatal, denn die Energiewende ist ja beschlossen. Ja. Wird ja umzusetzen sein, das ist ja ein Muss. Und deswegen müssen auch die Bedingungen das hergeben. Und ich hoffe, dass man sich daran in Berlin erinnert. Ja, bleibt zu hoffen. Wenn nicht, haben Sie Plan B? Ja, wenn nicht, ja, Plan B, sage ich mal, für uns jetzt, die wir jetzt gemeinsam unterwegs sind, kann es dann insofern einen Plan B in puncto Windkraft nicht geben. Denn nicht rentierliche Windräder wird keiner bauen. Ja. Negativgeschäft wird keiner machen. Das kann auch von der öffentlichen Hand niemand verlangen. Natürlich. Dass wir uns jetzt erstmals in wirtschaftliche Betätigung begeben und dann in ein zu großes Risiko. Das wird nicht machbar sein. Plan B kann dann eigentlich nur lauten, dass wir, was wir sonst auch tun werden in den nächsten Jahren, uns nicht nur mit dem Thema Windkraft auseinandersetzen, sondern auch mit anderen Energiearten, die auch noch kommen werden. Nur das ist im Moment sicherlich noch ein bisschen Vision und Spekulation. Und auf der anderen Seite sicherlich auch nach wie vor ein Thema, das ich forcieren möchte, Direktanbindung, dass auch Unternehmen profitieren können von Windstrom. Das ist also auch etwas, womit ich mich gerne beschäftigen werde. Tolle Herausforderungen, die Sie haben. Ja. Gut, und ansonsten, was passiert denn sonst noch so im Landkreis? Ganz wichtig, ganz wichtig für mich ein Thema, das uns für die Zukunft noch sehr intensiv beschäftigen wird, demografische Entwicklung. Ja. Die investiven Herausforderungen im Schulbereich, im Kindertagesstättenbereich, wobei ich mir gewünscht hätte, dass man das sukzessive aufbaut, da, ich sag mal, jetzt Investitionen in Millionenhöhe passieren in einem Bereich, wo wir zweistellige Rückgangszahlen haben, was die Bevölkerungsentwicklung anbelangt. Man hätte das stufenweise meines Erachtens besser anpassen müssen, weil wir jetzt doch sehr viele Investitionen aus dem Stand heraus, auch vielfach von kommunaler Seite getragen,
tätigen müssen. In dem Zusammenhang Demografie natürlich, wie gehen wir mit den älteren Menschen um, mit den älter werdenden Menschen. Zu Hause alt werden ist da für mich ein Stichpunkt. Der Wettbewerb, den wir hier im Kreis aufgerufen, zu dem wir aufgerufen haben. Ehrenamt, das sich verstärkt damit befassen muss, denn allein mit staatlicher Förderung wird das nicht gehen. Wir brauchen das Ehrenamt in dem Zusammenhang, um Bedingungen für die älteren Menschen zu schaffen, damit auch das Leben in den Dörfern noch lebenswert bleibt. Und dazu zählt für mich unabdingbar, dass wir uns von den Außenbereichsentwicklungen der Vergangenheit verabschieden müssen. Das heißt, wir müssen gemeinsam darauf drängen, dass wir die Innerorte lebenswert erhalten und sich das Leben der Jungen nicht außen abspielt und die älteren Menschen im Ortskern keine guten Lebensbedingungen mehr vorfinden. Das wird eine Kernaufgabe der Zukunft sein, die natürlich auch getragen wird von Investitionsmöglichkeiten der Kommunen. Und da sind wir beim lieben Geld. Die große Bitte wäre natürlich, dass die Finanzausstattung so ist, dass wir da auch unseren Bürgern weiterhelfen können. Und da sind natürlich die übergeordneten Stellen von Land und Bund gefragt. Ja. Glauben Sie denn, dass gerade das Thema demografischer Wandel so eigentlich in dem Ausmaß, was jetzt noch einfach uns zukommt, wir stehen ja am Anfang dieser Problematik, ja, dass die ausreichend erkannt ist? Oder ist es immer wieder eine Aufgabe von Ihnen, mit mahnenden Worten darauf hinzuweisen, Vorsicht, das ist ein Thema, das wird uns in den nächsten Jahren sehr, sehr beschäftigen. Ja, was tun Sie da, um die Menschen zu sensibilisieren, die Bürger bzw. auch Leute, die in verantwortungsvollen Positionen sind? Also wir haben einen entscheidenden Fehler alle gemeinsam gemacht in der Vergangenheit. Wir haben bei der demografischen Entwicklung immer mit der Jahreszahl 2050, 2060 operiert, um dann die Entwicklung möglichst krass darstellen zu können. Ja. Die aber schon viel früher eintreten, die heute schon eingetreten sind. Wir hätten damals immer schon mit der Jahreszahl 2015 operieren müssen, ja, weil viele sich von dem Thema verabschiedet haben, weil sie gedacht haben, das erlebst du nicht mehr, also es geht dich nichts mehr an. Ja. Und das ist fatal gewesen aus meiner Sicht. Wir hätten schon viel früher reagieren müssen, auch was jetzt die Ortskernbelebung anbelangt, was diese Bedingungen in den Altortslagen anbelangt. Und wir haben es alle, mehr culpa, sage ich da auch ganz eindeutig, alle so ein bisschen nach hinten geschoben. Und das holt uns jetzt ein. Jetzt müssen wir umso schneller reagieren, müssen die Menschen mobilisieren, müssen erkennen, dass wir schnellstmöglich handeln müssen. Die Vorlaufzeit ist so ein bisschen weg und deswegen müssen wir versuchen, die Menschen mitzunehmen. Ich denke, auch in den Köpfen ist es noch nicht so richtig verankert. Auch in den Köpfen der Betroffenen ist es noch nicht so richtig verankert und in der jüngeren Generation schon dreimal nicht. Und das müssen wir jetzt zusammenführen, dass die Jüngeren merken, dass jetzt schon für sie selbst Bedingungen geschaffen werden, dass sie in Kürze eben davon profitieren. Und für die, die heute schon alt sind, müssen wir halt auch entsprechende Voraussetzungen schaffen. Ambulant vor stationär ist ein Thema, aber nur ohne stationär wird es nicht gehen. Aber wir müssen halt versuchen, Strukturen aufzubauen, die das Leben zu Hause möglichst lange ermöglichen. Sonst wird es auch finanziell nicht tragbar sein. Es war auch mal ein Schwerpunktthema, ich glaube, es ist 5, 6 Jahre her. Da gab es ein Wirtschaftsforum in Wittlich und da war der Dr. Schirmacher von der Frankfurter Allgemeinen in Wittlich in der Synagoge und hat gerade, was den demografischen Wandel angeht, sehr ausführliche mahnende Worte gehabt. Er hat ja auch ein Buch damals geschrieben, der Methusalem-Komplott. Und ich hatte damals die Möglichkeit, diesen Vortrag zu hören und wurde dann für dieses Thema sensibilisiert, habe aber den Eindruck bis heute, dass das eigentlich noch alles so, wie Sie eben auch gerade sagen, einfach vor sich hergeschoben wird. Naja, es wird uns nicht so sehr betreffen oder schauen wir mal, es kommt. Ich glaube, wir haben schon vor einem Jahr oder vor 2 Jahren sogar damit angefangen mit dieser Problematik. Sie haben es ja ausführlich beschrieben. Und ich denke auch, das wird eine große Herausforderung bleiben. Nicht nur für den Landkreis. Die zentrale Herausforderung im ländlichen Raum. Ja. Insgesamt. Sie haben gedacht, gibt es Gegenden, die sind ja noch viel schlimmer betroffen als der Landkreis Bernkastel-Wittlich, auch in den neuen Bundesländern. Aber es wird uns insgesamt betreffen. Ja. Stadt-Land-Flucht oder Land-Stadt-Flucht muss man ja sagen, was auch für uns fatal wäre, wenn die Jugend abzieht. Ja. Also da müssen wir entgegenwirken. Arbeitsplätze vor Ort sind da ganz, ganz wichtig. Hochqualifizierte Arbeitsplätze auch für die besser Ausgebildeten mit höheren Bildungsabschlüssen. Also das sind schon hohe Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ja. Ja, wird ein spannendes Thema sein und ich befürchte, dass es auch immer wieder ein Thema
bei unseren weiteren Gesprächen im Jahre 2014, 2015 und darüber hinaus bleiben wird. Das ist richtig. Ja, Sie haben jetzt ein paar kritische Dinge angesprochen. Was war denn positiv? Wo Sie sagen, Sie einfach, Mensch, also das war's. Das kann man jetzt so als Schlusswort sagen. Mensch, hier haben wir wirklich was bewegt. Ja, ich habe einen Beruf, der es mir ermöglicht, viele Menschen kennenzulernen. Und ich habe in diesem Jahr auch wieder viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die ehrenamtlich unterwegs sind, die ihre eigenen Belange zurückstellen, die für andere da sind. Und das gibt mir gerade im ländlichen Raum die Hoffnung, dass wir auch diese Herausforderung meistern werden. Wir dürfen nicht alleine auf Ehrenamt bauen, aber Ehrenamt ist für uns eine ganz, ganz wichtige Säule. Und die müssen wir hochhalten, müssen irgendwie es schaffen, dem Ehrenamt den Wert auch beizumessen, auch in der öffentlichen Beachtung, den das Ehrenamt verdient hat, müssen aber auch auf der anderen Seite Möglichkeiten eröffnen, wie Ehrenamt nicht nur finanziell gefördert wird, aber indem man gewisse Vorteile den Menschen auch offenbart, die dann ehrenamtlich tätig sind. Und wenn wir das so beibehalten, auch bei den Hilfen in den Orten, wenn es um Infrastrukturmaßnahmen geht, dann glaube ich schon, dass der ländliche Raum noch einen Riesenvorteil hat. Und wenn wir dann noch ein paar Gelder akquirieren über das Thema Energiewende, dass wir hier auch zum Energieversorger werden, glaube ich, dass der ländliche Raum auch eine Zukunft haben kann. Und da geht halt mein Appell hin an dieser Stelle an die Menschen im Landkreis, dass sie sich weiterhin ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Und da sind wir auch bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr. Meine Bitte wäre an die Bürgerinnen und Bürger, dass sie die manchmal vorhandene Politikverdrossenheit zur Seite schieben, diese Wertigkeit der Kommunalpolitik, der Mitentscheidung vor Ort auch erkennen und dass sie sich im nächsten Jahr auch zur Verfügung stellen für eine solche Wahl, dass sie zur Wahl gehen, das ist natürlich unabdingbar, aber dass sie auch mitmachen auf den Listen im Kreis, in den Verbandsgemeinden, in den Ortsgemeinden, wenn es auch um Positionen geht, Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, wir brauchen jeden und ich hoffe, dass viele bei dieser Wahl im nächsten Jahr auch mitmachen und ihre Kompetenz, ihre Erfahrung, ihr Wissen einbringen, denn ohne diese Unterstützung würde es nicht gehen und dafür wäre ich sehr, sehr dankbar und das wäre mein Wunsch für das kommende Jahr zunächst einmal, dass Sie alle mitmachen, sich bereit erklären, sich zur Verfügung stellen und ich denke, dass wir dann auch vieles gemeinsam erreichen und in dem Sinne möchte ich Ihnen allen, liebe Bürgerinnen und Bürger, alles Gute wünschen für das kommende Jahr, zunächst mal vielleicht ein paar ruhige, besinnliche Weihnachtstage, aber vor allen Dingen ein erfolgreiches und ganz besonders ein gesundes Jahr 2014. Herzlichen Dank. Herr Agus, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Auch ich darf mich bedanken für das Gespräch. Wir haben bestimmt eine Menge Informationen hier für unsere Bürger jetzt rüberbringen können. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute. Sie wirken nicht desillusioniert. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch optimistisch in 2014 und mit voller Energie reinspringen. Energie, das Zauberwort. Vielleicht das auch als Schlusswort. Ihnen persönlich alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und dann schauen wir mal, auf welches Fazit wir dann ziehen können. Auch Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, darf ich mich bedanken für Ihr Interesse, dass Sie dieser Sendung gefolgt sind und wünsche auch Ihnen seitens des offenen Kanals alles Gute für 2014 und wir warten ab, was alles passiert. Der offene Kanal wird die Geschehnisse im Kreis weiter verfolgen und Sie darüber informieren. Dankeschön.